Servus Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingsformats Fußballschuh News. Ihr wisst, in diesem Format geht es um die Fußballschuh der Stars, was sich also in der Welt der Fußballschuh so tut. Und diese Folge ist auf jeden Fall vollgepackt, mit dabei beispielsweise Paul Pogba, der uns seinen neuen Predator 20 Plus zeigt. Das war noch nicht alles, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel am Start, beispielsweise Serge Gnabry, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Gabriel Jesus und so weiter und so fort. Also es wird auf jeden Fall eine volle Folge, deswegen viel Spaß dabei und let's go! Starten wir wie immer und üblich in diesem Format mit der Headline dieses Videos. Es geht um Paul Pogba und zwar kommt nächste Woche ein neues Adidas Pack raus von Paul Pogba. Hat uns schon gezeigt, wie genau der Predator aussehen wird und zwar hatte er auf Instagram schon mehrere Bilder gepostet, wo man den Schuh sieht. Ich blende es euch mal ein. Hier sieht man auf jeden Fall, er spielt logischerweise einen Predator 20 Plus. Und dieses Colorway ist auf jeden Fall extrem geil, zumindest meiner Meinung nach. Wir haben hier ein weiß-schwarz-goldes Colorway. Quasi der Großteil des Schuhs ist weiß. Und dann gibt es hier so einen kleinen Farbübergang zu schwarz und goldene Akzente. Sowohl die Streifen als auch die Fers und Sohle sind mit Gold. Sieht sehr, sehr geil aus. Eure Meinung jetzt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare. Findet ihr den Predator cool oder findet ihr die bisherigen Farben, die es beim Predator gibt, doch deutlich besser? Gerne mal Feedback da lassen. Das Coole ist, ich habe den Fußballschuh tatsächlich schon da zu Paul Pogba. Weiß aber noch nicht, ob ich ihn zeigen darf. Den gibt es aber auch schon bei adidas.com zum Vorbestellen. Dementsprechend kann ich es euch auch eigentlich zeigen. Und zwar hier haben wir ihn auch, den neuen Schuh von Paul Pogba. Bin echt mal gespannt, was ihr optisch zu diesem Schuh hier sagt. Finde ich auf jeden Fall extrem geil. Und was würde mich jetzt natürlich interessieren, was wollt ihr zu dem Schuh sehen? Also wir haben ja schon unendlich viele Videos zum Predator, deswegen hatte ich eigentlich gedacht, einen Playtest dazu zu machen, ein bisschen über das Optische zu sprechen oder auch ein Unboxing. Jetzt mal gerne Feedback da lassen, was würdet ihr denn dazu gerne sehen? Für mich auf jeden Fall der coolste Schuh aus dem neuen Adidas Pack. Nächste Woche wird, ich glaube Dienstag ist es der Fall, das neue Adidas Pack rauskommen. Wir haben alle Schuhe hier, sprich es kommt zu allen Schuhen ein Video. Haben mir dann ein paar coole Sachen überlegt, zum Beispiel habe ich mir gedacht, ich mache ein Video, wo ich meine Adidas Schuhe quasi werte, welchen finde ich am coolsten, zweitcoolsten, drittcoolsten quasi, wer ist für mich der bessere Schuh, welche Rangfolge gebe ich bei Adidas ab. Falls ihr das sehen wollt, gerne mal Feedback da lassen. Bin auf jeden Fall mega gespannt, wie ihr das Pack findet. Ich finde der Predator auf jeden Fall mit Abstand der coolste Schuh. In dem Pack ist natürlich auch noch der andere Schuh, der X, den kennt ihr schon, dazu kommen wir aber gleich. Wie gesagt, Pogba, neuer Predator am Start, sehr, sehr cool. Machen wir direkt mal weiter mit Thomas Müller, der im Training mit seinem neuen Adidas X Ghosted Point One, sprich der Punkt 1 heißt ab sofort mit Schnürung. Der normale Adidas X Ghosted wird dann Adidas X Ghosted Plus ohne Schnürung sein. Wir sind natürlich der erste YouTube-Kanal überhaupt, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, der diesen Fußballschuh testen konnte. Checkt das Video auf jeden Fall mal aus, ein sehr, sehr krasser Fußballschuh. Wir haben da auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Video zusammen mit Sport 2000 gedreht in Aschaffenburg im Stadion. War auf jeden Fall sehr, sehr geil, mal wieder auf Rasen zu spielen im richtigen schönen Stadion, richtig schön gepflegt, der wird auch mehrmals am Tag gemäht. Wo wir dieses Biest unter die Lupe nehmen konnten, den Adidas X Ghosted in einem neuen Fluoroskin-Obermaterial. Das ist dieses fast durchsichtige, extrem dünne Obermaterial. Genauso hat sich hier an der Sohle einiges getan. Wir haben hier Carbon, sprich aus dem Sprintbereich inspiriert, um einfach einen neuen maximalen Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen, sprich einen neuen Speedboot auf den Markt zu bringen, der wirklich das Thema Geschwindigkeit noch besser als das vorige Modell beschäftigt. Eure Meinung auch mal zum X gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr habt das Review gesehen. Wenn nicht, checkt es unbedingt aus. Nächste Woche wird auch noch ein Video zu diesem Schuh kommen. Und zwar ein kleines Tech-Talk-Video. Was hat sich verändert im Vergleich zum X19? Lohnt sich jetzt überhaupt der X19 noch? Oder sollte man direkt den X-Ghosted kaufen? Wo sind die Unterschiede? Außerdem wird es ein Boot-Battle geben sehen zwischen diesem Fußballschuh und dem Nike Phantom GT. Dass ihr seht, welche Marke hat einen besseren neuen Fußballschuh rausgebracht. Also nächste Woche, sage ich euch, wird es auf jeden Fall wieder heftig. Kommen auf jeden Fall 6 Videos, also wird definitiv sehr, sehr krank. Machen wir weiter. Wir haben es nämlich gerade über den Nike Phantom GT gehabt. Passend dazu Robert Lewandowski, der wohl aktuell beste Mittelstürmer, den es aktuell gibt. Wir haben hier mit dem neuen Nike Phantom GT und er spielte tatsächlich auch ohne Socke, zumindest sieht es so auf dem Bild aus. Den Schuh haben wir tatsächlich auch schon getestet als erster deutscher YouTube-Kanal. Checkt das Video auf jeden Fall mal aus. An dem Schuh hat sich einiges getan, für die, die es nicht wissen. Robert Lewandowski hat vor den Nike Phantom Venom gespielt. Den gibt es nicht mehr, genauso den Phantom Vision wird es auch nicht mehr geben. Der wird jetzt vom Nike Phantom GT abgelöst. Das Coole ist, ich habe ihn jetzt nicht nur im weißen Colorway da, sondern auch noch im schwarzen.
Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal wieder ein Gewinnspiel, wo ihr den Nike Phantom GT gewinnen könnt. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, dass wir dann die kommenden Tage auf jeden Fall online kommen. Wir werden dann einen von diesen beiden verlosen, weil den habe ich doppelt und den habe ich quasi nochmal mit Socke. Wir haben den Nike Phantom GT tatsächlich viermal da. Da wird es auf jeden Fall ein Gewinnspiel geben. Genauso Review natürlich hoffentlich schon ausgecheckt zu diesem Beast. Haben wir auch Vollgas gegeben. Genau, wird es auf jeden Fall ein krasses Gewinnspiel geben, weil die Community auf jeden Fall sehr, sehr aktiv ist. Also werdet ihr natürlich wieder belohnt. Machen wir weiter und zwar haben wir hier noch ein sehr, sehr cooles Bild von Bootsblock auf Instagram. Und zwar haben wir hier David Alaba, Serge Gnabry und Joshua Kimmich, die alle die neuen Schuhe tragen, die jetzt rauskommen. Serge Gnabry auch wieder unterwegs mit dem Adidas X Ghosted. Joshua Kimmich auch im weißen Colorway zum Nike Phantom GT. Da bin ich auch mal überlegen, ich finde weiße Schuhe auf jeden Fall viel, viel geiler als schwarze. Aber als ich den schwarzen in der Hand hatte, muss ich sagen, finde ich den auch nochmal sehr, sehr geil. Ja, würde mich mal interessieren, was würdet ihr eher als Gewinnspiel haben wollen, weiß oder schwarz. Wird es auf jeden Fall was Cooles geben. Und da ist auch noch David Alaba, der den neuen Predator auch trägt. Er spielt ihn aber in einer Low-Cut-Variante. Dazu wird es auch bald ein Review geben zur Predator Low-Cut-Variante. Wir geben also wirklich Vollgas für euch da draußen. Und dann kommen wir mal noch zu der ersten Zuschauereinsendung. Und so habe ich eine Nachricht bekommen von Oliver. Der hat hier mal einen Sonderfall, jetzt nicht um Fußballschuhe, sondern um Torwarthandschuhe. Und zwar haben wir hier den lieben Trapp von Frankfurt, der quasi neue Torwarthandschuhe hat, die passend zum Adidas X Ghosted sind. Es gab ja auch zum Predator Torwarthandschuh. Hier haben wir Trapp quasi mit dem passenden zu diesem Schuh hier. Sehr, sehr cooler Fund auf jeden Fall. Es wird tatsächlich vielleicht sogar mal noch Handschuhtests geben mit einem Torhüter, mit Jan von der Freakycast. Habe ich mal überlegt, da was zu starten. Falls ihr das sehen wollt, gerne mal Feedback da lassen. Dann habe ich auch sehr, sehr viel auf Instagram gefragt und zwar nach einem speziellen Foto. Und zwar haben wir sehr, sehr viele Bilder geschickt von Eleven Team Sports. Da haben wir Paul Pogba mit Martial. Und zwar hat der einen schwarzen Schuh an, wo alle wissen wollten, was es ist. Ich habe auch erst gedacht, von außen sieht es ein bisschen aus wie der Nike Vapor 12. Aber es ist tatsächlich die Blackout-Variante zum neuen Speedboot von Puma. Den Puma Speed Prototype, wie der Schuh heißt, darf ich noch nicht verraten. Kommt aber auch noch diesen Monat frisch raus. Wird dann auch nochmal ein reguläres Video geben zu dem Schuh, den man auch kaufen kann. Wir hatten ja die Möglichkeit, exklusiv diesen Speedboot-Prototypen zu testen, den es nicht zu kaufen gibt. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass wir die Chance bekommen haben. Der Schuh ultra leicht, ein neuer Speedboot auf dem Markt, sprich im Bereich Geschwindigkeit wird sich einiges tun. Checkt auf jeden Fall mal das Review aus, da gibt es auf jeden Fall alle Fakten zum Schuh, was euch erwartet, was den Schuh so gut macht und auch so leicht und vielleicht als Konkurrenz zum Nike Vapor 13 vielleicht sogar sein kann. Checkt es auf jeden Fall mal aus, aber wie gesagt, Martial spielt aktuell den Speedboot Prototype in der Blackout-Variante, wird den Vertrag mit dem vorherigen Ausrüster wohl nicht fortführen oder möchte sich einfach umschauen. Kann aber auch sein, dass Puma sich schon längst die Dienste gesichert hat. Puma gibt da auf jeden Fall auch ordentlich Vollgas. Dann machen wir mal noch weiter. Wen haben wir hier noch Schönes? Und zwar habe ich hier auf Instagram ein sehr, sehr cooles Video gefunden. Und zwar hatten wir in der letzten Episode die Schuhe von den Liverpool Premier League Gewinnern, die ja von Nike einen coolen Schuh bekommen haben. Und hier habe ich ein Unboxing auf Instagram entdeckt. Allein die Box sieht schon so krank aus. Wir haben hier Liverpool FC, dann halt im Titel, hier in Premier League logischerweise gewonnen. Und hier haben wir beispielsweise den Schuh von Virgil van Dijk, den Nike Tiempo Legend. Sehr, sehr cool quasi. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit die Liverpool-Details. Einfach so quasi als Nike, von Nike als Aufmerksamkeit für den Titelgewinn. Sehr, sehr geil gemacht auf jeden Fall. Würde ich gerne kaufen. Natürlich kann man aber tatsächlich nicht kaufen. Das sind nur für die Spieler. Da sehen wir zum Beispiel Shaqiri Jones. Wen haben wir hier noch? Robertson, Gomez, Chamberlain, Milner, Henderson. Also es haben auf jeden Fall alle Nike-Spieler von Liverpool einen eigenen Schuh bekommen. Finde ich auf jeden Fall extrem krass. Vor allem die sehen sehr, sehr cool aus. Wenn ihr auch mal den Superfly und den Phantom Vision, was damals noch sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal das letzte Video von der Fußballschuh-News aus. Da haben wir dann extra Video drüber gemacht. Und es wird sich auf jeden Fall auch einiges tun. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir werden so viele Fußballschuhe der Zukunft noch in diesem Format sehen und testen. Wir haben jetzt noch einen Fall. Den Rest nehmen wir mit in die nächste Episode. Und zwar haben wir hier Kevin De Bruyne, der auch jetzt mit dem Nike Phantom GT unterwegs ist. Der Schuh hat auf jeden Fall ordentlich eingeschlagen. Sehr, sehr viele Spieler jetzt mit diesem Fußballschuh unterwegs. Kevin De Bruyne spielt jetzt quasi auch diesen Schuh. War vorher mit dem Nike Phantom Vision 2 unterwegs. Aber wie gesagt, der GT hat ja quasi den Vision und Venom abgelöst. Und beide Vorteile der Schuhe in einen.
quasi unterzubringen. Erkennt hier auch viele Details, zum Beispiel die Schussfläche von Venom und die Gripstruktur von Phantom Vision. Wie gesagt, Review ist schon online, checkt das gerne mal aus. Außerdem wollte ich noch kurz Bescheid geben, wir haben hier tatsächlich noch reinbekommen den neuen Fußballschuh von Lionel Messi. Dazu kommt ein extra Video zum Adidas Nemesis 19.1 SE von Lionel Messi. Ich muss sagen, optisch eigentlich eine coole Idee, tatsächlich gefällt es mir aber gar nicht so krass. Kommt aber wie gesagt ein extra Review bzw. wahrscheinlich eher ein Unboxing. Genau, wird auf jeden Fall einiges tun. Ich habe letzte Woche, glaube ich, über 800 Euro für Fußballschuhe ausgegeben für euch da draußen, dass wir Vollgas geben. Ich möchte hier natürlich nicht Halbgas geben, sondern auch was investieren, dass wir dementsprechend der Fußballschuhkanal Nummer 1 werden. Wir geben auf jeden Fall Vollgas für euch. Wie gesagt, Gewinnspiel zum Nike Phantom GT kommt auch noch nächste Woche. Genauso Boot Battle, Unboxing, Tech Talk Videos, neue Folge Fußballschuh News. Da geht es endlich um Jadon Sancho, habt ihr mir auch sehr, sehr häufig geschickt. Das erfährt er in der nächsten Folge, was er da für einen besonderen Schuh hat und was dahinter steckt. Also nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst ihr nämlich dieses Format auch nicht. Das war's auch schon wieder zur Folge der Fußballschuh-News. Es sind auf jeden Fall noch weitere Fälle da. Ihr habt mir auch noch weitere Fälle geschickt. Die kommen dann in die nächste Episode, einfach, dass es nicht unnötig lang wird und wir natürlich auch noch nächste Woche was zu berichten haben. Tut sich aktuell sehr, sehr viel, genauso auf meinem Kanal. Jeden Tag kommen aktuell Videos, checkt es auf jeden Fall aus. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, verpasst ihr keine Videos mehr. Und natürlich, falls ihr Fußballschuhe findet, gerne mal den Link in der Beschreibung auschecken und mir auf Instagram schicken. Falls ihr mir da noch nicht folgt, dann bekommt ihr in der nächsten Folge einen Shoutout. Das war's für heute. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.